Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und das heutige Video dreht sich um das Thema Kondom und zwar um die Fehler, die man mit einem Kondom machen kann und ich verrate euch auch ein paar Tipps und Tricks diesbezüglich. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne machen. Bevor wir mit dem Video loslegen, möchte ich euch noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Der eine oder andere, der mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein großer Fan vom Schmucklabel Anna Luisa bin. Die haben aktuell einen großen Discount auf ihre Schmuckstücke und zwar könnt ihr euch 20% sparen und das ist eine Menge, gerade jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht. Ich verlinke euch mal die Seite in der Infobox. Ich zeige euch jetzt kurz, was ich so trage. Und zwar habe ich zum Beispiel von Anna Luisa diese Ohrringe. Ich finde die super schön, gerade wenn man halt irgendwie mehrere Ohrlöcher hat, kann man die ganz gut kombinieren. Super an den Schmuckstücken ist, die fangen nicht irgendwann an zu färben oder schwarz zu werden. Also die Qualität ist einfach 1A. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, seht ihr eigentlich quasi auf jedem Bild, wo meine Ohren zu sehen sind, dass ich hier diese Schmuckstücke trage. Und das würde ich nicht tun, wenn ich ein großer Fan bin. Also checkt auf jeden Fall die Seite aus. 20%, ja, der Link ist unten verlinkt und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit dem Video. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, was soll man denn so viel falsch machen, wenn es um das Thema Kondome geht? Aber man kann einiges falsch machen. Und zwar, der erste Fehler, den man machen kann, ist zum Beispiel, man öffnet das Kondom falsch. Oftmals öffnet man ja Verpackungen mit den Zehen und das hat bestimmt auch jeder schon mal mit einer Kondomverpackung gemacht. Aber hört bitte auf, die Kondomverpackung mit den Zehen aufzureißen, weil dadurch kann es sein, dass ihr in das Kondom ein Loch reinbeißt unbewusst und dann ist dieses Kondom nicht mehr eigentlich verwendbar. Und oftmals merkt man ja gar nicht, dass man durch das Reißen einen kleinen Riss ins Kondom auch mitgerissen hat. Deswegen lasst euch Zeit, öffnet die Kondompackung bitte mit den Händen und nicht mit den Zähnen. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar das Kondom richtig rüberziehen. Jetzt denkt sich jeder, was kann man denn da bitte falsch machen? Oftmals passiert es, dass man das Kondom erstmal falsch rüberzieht. Also auf der anderen Seite, also so falsch rum rüberzieht, ihr wisst, was ich meine. Und das bemerkt man dann natürlich auch und macht das wieder ab und wieder richtig drauf. Aber Leute, das Fatale daran ist, dass es sein kann, dass sich schon ein bisschen Samenflüssigkeit in die Kondomspitze sozusagen abgesetzt hat. Und wenn man das dann nach außen hat und wenn das außen jetzt dran klebt, kann es natürlich sein, dass Frau dadurch schwanger werden kann. Diesen Fehler könnt ihr natürlich vermeiden, indem ihr am Anfang schaut, wie man überhaupt das Kondom runterrollen muss. Nicht nur beim Aufziehen des Kondoms kann ein Fehler passieren, sondern auch, wenn man es abzieht. Deswegen zieht bitte das Kondom nicht frühzeitig ab. Wenn die Sache komplett passé ist, ne, und er so ist, dann abziehen. Und ich würde auch mal sagen, danach direkt entsorgen. Was super wichtig ist, jedes Kondom hat ja oben so eine Spitze. Ne? Diese Spitze ist dafür da, dass die Spermaflüssigkeit dort aufgefangen wird und nicht an der Seite irgendwie austritt. Deswegen achtet darauf, dass diese Spitze, wenn das Kondom drüber gezogen ist, immer frei bleibt. Die muss auch frei bleiben, weil sich da natürlich dann die Flüssigkeit ansammelt. Jetzt sage ich euch mal einen Fehler, den, glaube ich, jeder macht oder gemacht hat. Und zwar Kondome im Geldbeutel aufbewahren. Das ist ein sehr großer Fehler. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr eure Kondome so aufbewahrt, ob es vielleicht auch der Geldbeutel ist. Bitte niemals ein Kondom im Geldbeutel aufbewahren, denn wenn ihr das Kondom im Geldbeutel habt, dann ist ja dort Reibung. Ne? Ihr macht den Geldbeutel auf, ihr steckt den irgendwo rein. Es ist immer, also immer Reibung da. Ne? Und diese Reibung schadet dem Gummi und macht es porös. Also auch wenn das Kondom ist ja eingepackt, ne? Trotzdem schadet es dem Gummi. Und oftmals hat man ja so ein Kondom im Geldbeutel einfach im Fall X dabei, aber achtet gar nicht darauf, ist das überhaupt noch haltbar?
Ja, ihr müsst auch immer gucken, ob noch das Kondom eigentlich haltbar ist. Das vergessen, glaube ich, auch ganz viele. Wenn das Haltbarkeitsdatum nämlich abgelaufen ist, dann kann der Schutz natürlich auch nicht mehr garantiert sein. Deswegen achtet da immer drauf. Wenn ihr Gleitgel benutzt, darf das Gleitgel nicht auf Öl basieren. Kondome bestehen ja aus Latex und das Öl kann das Kondom dadurch beschädigen. Dadurch verliert natürlich auch das Kondom wieder an Wirkung und hat auch nicht mehr den Schutz. Was ihr machen könnt, es gibt auch Gleitgel, die nicht auf Öl basieren und ja, verwendet diese. Jetzt mal nochmal eine kurze Zusammenfassung von den Punkten, auf die ihr achten solltet, wenn ihr ein Kondom benutzt. Punkt 1. Öffnet die Kondompackung mit den Fingern und lasst euch Zeit. Punkt 2. Prüft euer Kondom auf Makel, also auf Risse und auf das Verfallsdatum. Punkt 3. Drückt die Luft aus der Spitze heraus, falls dort Luft sein sollte und lasst bitte die Spitze frei, dass da genügend Platz ist. Zieht das Kondom rechtzeitig über. Zieht das Kondom nicht frühzeitig ab, benutzt das Kondom nur einmal, denn man kann Kondome nur einmal benutzen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir gerne Kommentare, Themenvorschläge, Fragen, auf die ich eingehen soll. Wir können ja auch mal so eine Frage-Antwort-Runde machen, dass ihr mir Fragen stellt und ich antworte euch darauf. Und wie gesagt, falls ihr Interesse an diesen tollen Schmuckstücken habt, habe ich euch das Ganze unten in der Infobox verlinkt. Ihr bekommt bei Ana Luisa 20%, also es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!